So, Freunde, Spieltag 13, die Zahl, die nicht überall für Jubelstürme sorgt. Das ist heute die Partie gegen den FC Dani. Wir spielen auswärts und ihr habt es ja vorher gesehen, die Statistik nicht wirklich so positiv für unseren Verein bislang ausgefallen, sodass wir etwas defensiver heute reingehen. Natürlich als Tabellenführer mit einer breiten Brust hier reinkommen und dementsprechend auch Favorit sind, aber ich denke einfach mal, dass unsere Spieler das mittlerweile sehr, sehr gut drin haben und sich damit vielleicht nicht anfreunden können, aber man kommt zu Rande. Konter des FC Dani, 18 Minuten bis jetzt, sie hatten zwei Möglichkeiten, wir eine. Letztendlich aber ist dieser Schuss hier kein Problem für Neil Alexander. Tom Taiwo hatte sich vorher nicht behaupten können. Also ich denke mal, wir hatten jetzt die ersten 10 Minuten so ein leichtes Abtasten, sodass das Spiel sich jetzt so langsam settelt. Wir haben die erste Ecke, aber Jason Holt muss dann noch besser zielen in den kommenden Minuten. Der geht nämlich deutlich am Tor vorbei. Gehen wir einfach mal drauf. Ich habe den Mund etwas vollgenommen vor der Partie. Ich habe nämlich behauptet, einfach mal ganz frech, dass die Spieler des FC Dundee Angst haben vor unseren Jungs. Aufgrund natürlich auch der wunderbar starken Form und der Top-Ereignisse und Ergebnisse der vergangenen Wochen. Die kombinieren sich in den Strafraum. Kevin McBride versucht es dann aus 25 Metern mit ordentlich Selbstvertrauen. Er zieht den Ball aber auch hier weit am Tor vorbei. Schade, dass das nicht klappt. Taiwo schickt Patterson auf der rechten Seite. Also mal der Mittelfeldspieler auf den Verteidiger im Offensivbereich. Es klappt aber leider nicht. Wir machen mal den vollen Angriff. Ich lasse alle warm laufen und wir haben den Freistoß für Robinson. Vielleicht auch heute wieder eine Standardsituation. Ah, schade. Keedings verpasst da im Getümmel nur knapp den Ball, weil der Torwart auf der Linie bleibt. Nicht wirklich sicher, was er da macht. Gelbe Karte jetzt, das ist blöd. Das ist blöd in der 40. Minute für den Kapitän Adam Eckersley. Normalerweise darf er ja was sagen. Aber anscheinend ist die Lautstärke etwas über das Ziel hinausgeschossen. Könnte man sich da vorstellen. Schiedsrichter ist Weltklasse, also daran wird es wahrscheinlich nicht gelegen haben, dass da so ein unerfahrener Eimer rumläuft. Gut, wir können erstmal das hier fertig machen. Hat er dann Sprache, der seht ihr das. Kann man mal machen, ne? Wenn man mit 7 Punkten in der Tabelle führt, im Halbfinale des League Cups ist, dann geht es schon. Und normalerweise müssen wir das heute hier zumindest nicht verlieren. Das ist das Ziel. Spielt geduldig, konzentriert weiter. Und das allbekannte Bild. Es ist sehr, sehr gut nach hinten. Und je weiter du nach vorne gehst, umso schlechter wird es. Taiwo hat eine 5,0. Also da muss man ja fast schon überlegen, ob man den da rausnimmt. Jetzt für die zweite Halbzeit. Weil die Frage ist, bringt es der Mannschaft irgendwas, wenn du so jemanden dann mitschleifen musst? 87. 86 haben wir hier, 87 da oben. Bei Eckersley müssen wir noch dran denken, dass wir das zurückfahren, dass wir die Tacklings da unterbinden. Theoretisch könnte es auch passieren, dass wir im Laufe der zweiten Halbzeit da noch McCatty reinbringen. Die Form ist ja nicht schlecht mit einer 13. Er ist auch mittlerweile schon auf Augenhöhe, was die reine Stärke angeht. Aber jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit werden wir es noch nicht machen. Taiwo ist da schon eher so ein Kandidat. Weil das möchte ich eigentlich nicht sehen. Ne? Die Spieler müssen jedes Mal, ob es Training ist, ob es ein Spiel ist, die Leistung abliefern. Wenn das nicht so der Fall sein sollte, haben wir permanent Jungs, die sich danach die Finger lecken und das ausnutzen wollen. Bringen Peter an. Wir haben sie ja warm laufen lassen, also nicht das Thema. Also normalerweise entgegen der Gesetze, meiner Gesetze, wechseln wir hier zur Halbzeit aus. Und ein Mann, der mittlerweile schon sich Respekt erarbeitet hat, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Liga, der junge Rumäne Petru Petean, der mittlerweile schon, denke ich, seine Ablösesumme reingeholt haben dürfte. Rein seines Marktwertes entsprechend. Jetzt passiert relativ wenig. Die erste Chance für uns, die ist gut. In Minute 60, hundertprozentige Möglichkeit. Sam Nicholson sucht Petean. Und irgendwie kommt der Ball auch zum Rumänen, stoppt das Ding und lässt Kyle Lallerin keine Chance. Flachschuss, 8 Meter. Wir wechseln die Führung ein. Klasse, Jungs. Klasse, Jungs. Wir werden jetzt gleich, na, erstmal die Chance hier abwarten. Okay, die scheitern an Neil Alexander. Greg Beattie war das.
McHattie kommt. Captain geht raus. Ja, Patterson hat dann auch geholfen, das war wichtig. Dass der Beatty dann nicht unbedrängt den Torabschluss suchen konnte. So, einen Wechsel haben wir noch. Ich wollte genau. Ich habe gerade kurzzeitig überlegt, was willst du eigentlich gerade hier? Ging natürlich hier um die Tacklings. Bei unserem Kollegen Grätsche, Zweikampf, das ist nicht so toll. Deswegen lassen wir das auf 60% stehen. Ihr wisst ja, ich habe da so meine eigenen Kriterien, wie ich das einstelle. Wen kann man noch einsetzen? Keatings ist wahrscheinlich wirklich einfach ein Joker-Spieler. Da könnte man Oliver einsetzen. Ansonsten geht eigentlich gar nichts mehr. Ne? Öztürk in der Situation wäre nicht so toll. Gomis in der Situation wäre auch nicht so toll. Da bleibt es eigentlich fast nur, dass man die Stürmer tauscht. Aber ich warte jetzt bewusst etwas länger. Ich scheiße jetzt da auf die mögliche Note für Oliver, weil das kann halt immer passieren, dass sich einer verletzt natürlich. Ja, das ist riskant vom Reporter. Also er sollte sich immer Ketchup und Mayo holen von der Imbissbude. Denn der wettet, dass die noch einen Ausgleich schießen und wenn nicht, dann muss er seinen Hut fressen. Ich habe ja auch schon mal sowas Interessantes gemacht in Staffel 2 mit RB Leipzig. Damals habe ich gewettet, dass ich einen Besen fresse, wenn Wattenscheid den Durchmarsch schafft aus Liga 3 in die Bundesliga. Hat, glaube ich, um einen Punkt nicht geklappt. Das war schon sehr haarig. Deswegen weiß ich, was der sich hier auferlegt. Wir könnten theoretisch auf Zeit spielen. Will ich aber noch nicht machen. Kyle Benedictus für Ian Davidson. Komischer Wechsel in der Innenverteidigung. Mit einer 62. Der Alte hatte nur 62. Okay, also das ist zumindest schon adäquat. Aber die müssen halt nach vorne was machen. Normalerweise. Billy King kommt. Auf der linken Seite. Okay, auch interessant. Auch interessant, also nicht für die Rechte vor der Cole, der Lane Cole agiert, sondern auf links. Das Schöne ist ja, er kann das, ne? Jetzt kommt Oliver. Nehmen wir noch ein bisschen Zeit runter hier. Ja, Zeitspiel. Ist jetzt die Frage hier ein bisschen mehr. Ja, Pressing lassen wir so stehen. Sturmtank Oliver. Und dann schauen wir mal, was passiert. Jason Holt scheint sich verletzt zu haben, aber es ist nichts angedeutet worden. Von daher lassen wir das mal. Chance für den FC Dundee. Das sieht nochmal gut aus. Scheiße. Oh, Alexander, sehr gut. Das ist natürlich jetzt so lange nicht geprüft worden. Ihr seht, die letzte Möglichkeit, die kann man schon gar nicht mehr sehen. Von den Jungs. So, Zeitspiel. Rein und hinten dicht natürlich damit. Nachspielzeit läuft. 60 Sekunden ist nicht gerade viel. Das kann man packen. Das muss man packen, das haben sie. Also, wir bleiben Minimum 7 Punkte vor dem Rest an der Tabellenspitze. Und ich wünsche guten Appetit für den Reporter. Ich hoffe, der Hut ist nicht allzu groß. Erfolg ist wie ein scheues Reh. Der Wind muss stimmen, die Witterung, die Sterne und der Mond. Heute hat ein Tor genügt. Und das Tor hat Pedro Petean erzielt mit einer 2,0. Tom Taibo macht mit Sicherheit da ein langes Gesicht. Aber das kann man verstehen. Klasse Leistung unseres Youngsters. Schauen wir mal auf den Rest der Bande, wie die gespielt haben. So, bevor wir reinkommen, dürfen wir eine Strafe auswählen. Es ist eigentlich schon fast eine Frechheit, ne, wenn man für den Kapitän hier eine Strafe für Meckern geben würde. Ein Kapitän darf sprechen, deswegen, wir werden heute auch keine deswegen ausloben. Klare Sache, denn dafür ist er ja Captain. Neil Alexander mit einer 1,5. Tolle Partie, Patterson hat einen 2 bekommen. Und eben auch der Mann, der das goldene Tor geschossen hat. Pedro Petean, Vorlage kam von Sam Nicholson. Also so ein kleiner Hauch der letzten Saison weht hier durchs Stadion. Da war Nicholson ja unser bester Vorbereiter. 100% Diemann-Sprache. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich Angst vor uns hatten. Aber sie haben sich nicht viele Chancen rausgespielt. Am Ende hat eben Alexander das festgehalten. Craig Beatty war nicht der Aktivposten, wie es erwartet werden konnte. Eigentlich. Sehr, sehr viele Vieren hier in der Mannschaft. Und wir wieder hinten sehr stark. Wilson Gordon hat auch gut gespielt. Wirklich fast abseits der Kamera. Hier fast nicht aufgefallen. Schauen wir in die Statistik. Ganz kurz. Das ist Quatsch, ne, was hier steht. Das ist Käse. Mehr Ballbesitz, aber deutlich weniger Chancen sollen wir gehabt haben. Kann ich nicht glauben. Es hat sich ungefähr die Waage jetzt gehalten. Die Ergebnisse. Und wir sehen, ja, die ersten vier gewinnen alle. Inklusive uns sind es St. Johnston mit einem 2:0 gegen St. Mirren. Wir haben Celtic, den amtierenden Meister, die ins Rollen kommen. 13 der möglichen 15 Punkte der letzten 5 Partien geholt.
25 Punkte, 3-0 gegen Inverness. Ja, die wahrscheinlich wirklich da noch verunsichert waren aufgrund des Aus im League Cup. Und dann haben wir noch Kilmarnock, den Tabellenvierten. Knappes Ding beim Tabellenletzten bei Motherwell, aber das sind auch 3 Punkte. Und Ross County macht einen Sprung, denn Motherwell war vorher gar nicht Letzter, die waren Elfter. Weil aber Ross County heute gewonnen hat, 1-0 gegen Partick Thistle, gegen den jetzigen Tabellenelften. Das sind die wichtigen Dinge, die du holen musst. Deswegen machen die gleich einen Sprung. Und jetzt kann man fast behaupten, dass ab St. Mirren alle gefährdet sind. Das sind nämlich nur 5 Punkte. Aber vor allen Dingen natürlich die letzten 3. Ne? Aberdeen. Aberdeen gewinnt einfach nicht. Die können es irgendwo verlernt haben. Glaubt man ja fast gar nicht. Ne? 1-1 gegen Dundee United. Und letztgenannte, die sind auf der 5 zumindest heute eine Position gut gemacht. Kurzer Blick, wie ihr es ja gewohnt seid, in die Championship. Und die Hibs bleiben vorne. Mit einem Unentschieden heute allerdings nur gegen Dunfermline, den Aufsteiger. Hamilton gibt den letzten Tabellenplatz ab mit einem 4-0 gegen Codenbeath. Ja, das sieht doch dann eher nach einer Mannschaft aus, die letztes Jahr noch in der Premiership gespielt hat. Naja, 9 Punkte sind trotzdem wenig, ne? Sind 8 auf Falkirk. Die haben heute gegen Wraith verloren, gegen den Pokalsieger, die ist ein 2. und Livingston ist 3. Das sind alle 24 Punkte, diese Teams. Die Rangers auf der 4, 3-0 gegen Dumbarton. Gegen den Tabellennachbarn 23 Punkte. Super spannende Geschichte hier. So, Jungs, wir gucken auf die Stimmen. Ganz kurz natürlich John Brown vom FC Dundee. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Haben gut gespielt. Der letzte ruhige Pass hat gefehlt, um da zum Abschluss zu kommen. Ja, der Abschluss an sich war, glaube ich, eher das Thema. Ne? Chancen hatten sie ja gehabt, vor allem diese riesige gegen Ende noch. Das hat dann aber letztendlich keine Früchte getragen, weil unser Torwart eben so klasse ist. Es ist einfach so, Erfolg hängt nicht vom Alter ab, sondern vom Können. Stichwort Alexander, ne? Der ist alt wie eine Eiche, aber der steht halt einfach auch gut. Und bewegt sich und nicht nur wie eine Eiche da im Wind, wenn es stürmt. Also der kann noch für, ich denke mal, 2-3 Jahre unser Rückhalt sein. Je nachdem, wenn er sich nicht verletzt, das weiß man natürlich auch nie. Statistik des Spieltags. Wir haben Petean, der für uns hier die komplette Celtic-Offensive sprengt. 5 Akteure. 3 im Mittelfeld, 2 Stürmer. Ganz, ganz stark. McLean hat dort schon wieder 2 Tore geschossen für St. Johnston. Stokes 1 und auch Timo Pukki. Stefan Cepovic wird hier Spieler des Tages. Der war zum 2. Mal drin. Der Coleman zum 6. Mal schon. Grant Coleman, 19 Jahre alt. 18,5 fucking Millionen wert. Mann, 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 Mann. Und das ist das Juwel für Celtic, ne? Die haben mit Sicherheit noch ein paar mehr. Der Forest zum Beispiel. Und für uns sind das eben Jungs wie Petean, wie Patterson, wie Oliver. Und ich vergesse jetzt wieder total viele. Aber wir können natürlich lange noch nicht mit denen mithalten. Das ist aber auch gar nicht das Ziel, ne? Das ist einfach nur toll, jede Woche das zu sehen, dass wir da oben stehen. Und je länger wir das miterleben dürfen und genießen können, umso schöner ist es eben. Drittbeste Mannschaft, Celtic schießt den Vogel ab 2,59 und Motherwell im Negativen 4,05. Die sind in der Saison insgesamt auch, ja, ganz deutlich da hinten. FC Dundee nur 11. Ne? Das seht ihr. Also die Tabelle lügt da so ein bisschen. Stehen besser, als es ihre Leistung bislang in der Saison hier darlegt. Beste Spieler noch. Und da sehen wir Holt 5, Robinson 4, also nach wie vor das Problem der Stürmer. Petean jetzt auf der 30, ist ja auch keiner der, wo man es erwartet, dass er trifft. Ne? Ich habe eine Idee, was wir im Training machen können, mit Mithilfe eben von euch, weil das funktioniert ja alles nicht so wirklich. Alexander 2,58 als bester Torwart bislang, 0,15 Punkte vor dem Chirchinak von Dundee United. Und unser bester Feldspieler ist auch insgesamt dann Callum Patterson mit einer 2,5, wenn man ein Spiel abzieht. Also der hat einmal zugucken müssen, ich weiß nicht, ob er verletzt war oder geschont wurde. Kann ja beides passieren bei uns. Platz 6, sehr schön in der Mitte, also anders wie im League Cup, ne, da sind wir die zweitunfairste Mannschaft von über 40 Teams. Tja, keine Verletzten, ich würde mal sagen, das läuft optimal. Celtic mit dem Einspieler, der eine Woche pausieren muss, dem Luca Do. Ist ein guter Innenverteidiger mit 24. Den haben sie vom FC Nantes gekauft für 7 Millionen. Da hat er nicht mehr die Hälfte mehr von.
Aber es ist eigentlich fast zwangsläufig so, wenn du dann nach Schottland wechselst, dann geht dein Marktwert eben auch nach unten. Ist ja klar, ne? Selbst wenn FC Nantes nicht unbedingt so die Übermacht ist, aber das ist eben dann eine französische Ligue 1. Und das Land Frankreich steht natürlich deutlich über dem Schottlands, ihr habt es ja gesehen. Die 5-Jahres-Wertung, da hängen wir irgendwo unten Platz 25 rum. Und jetzt gegen Celtic. Jetzt wird's interessant. Patterson, die Vertragsverlängerung. Also im doppelten Sinne wird diese Woche interessant werden und spannend bleiben. Also wir halten das Angebot für leistungsgerecht und ich hoffe, dass er das auch möchte. 4 Jahre wäre das. Wäre ein Meilenstein. Wäre ein Meilenstein auf dem Weg der Konsolidierung für uns. Ja, Inverness kann die Serie von Celtic nicht knacken. Und wir haben ja auch eine Serie natürlich. Petean führt die Hearts zum Sieg. Und wann haben wir denn den? Ist das jetzt 30. Also wir haben eine Woche Pause. Das ist schön. Mannschaft der Woche. Da könnte ich Petean loben. Was ich auch tun werde, wenn es denn dann irgendwo geht. Ja gut, trainiert würde funktionieren. Es kommt doch selber raus. Ihr kennt es ja alle. 5 Moralpunkte. Das kann der Ansprache. Hat funktioniert. Also oft ist es ja Humbug, was dann da steht, so von wegen mit Skandalansprache, aber diesmal hat es wirklich gestimmt. Ja, ist von wegen Angst vor euch. Von dem Aufsteiger hat normalerweise keine Angst. Im Normalfall nicht, ne? Selbst wenn jetzt, was weiß ich, wer absteigen würde, dann wäre es trotzdem immer noch ein Aufsteiger. Denn normalerweise kann sich keine Mannschaft leisten, genauso stark eben in der zweiten Liga auftreten zu können, personell gesehen, wie es in der ersten Liga könnten. Selbst Juventus Turin hat ja damals einige Spieler ausgeliehen. Oder verkaufen müssen, als sie diesen Zwangsabstieg hatten. Das ist dann eben so. Selbst Juve war damals ein Aufsteiger. Dann gilt es natürlich nicht unbedingt, dass dann jeder sich in die Hose macht. Natürlich nicht. Ne? Aber trotzdem kratzt das so ein bisschen an der Souveränität solcher Clubs, wenn sie denn dann mal absteigen. Wolfsburg. Das habe ich gerade von Juventus gesprochen. Dann bleibt es irgendwie hängen. Nee, Bernhard wird von Wolfsburg jetzt schon wochenlang beobachtet. Diekmeyer von Hoffenheim. Diekmeyer, der jetzt ja schon einige Jahre beim HSV spielt. Aber auf den Durchbruch eigentlich immer noch wartet. Ich glaube, da geht es dann nicht wenigen so. Wir dürfen uns dieses Ereignis auf die Fahnen schreiben, denn Callum Patterson hat es wirklich unterschrieben. Also ein ganz, ganz feiner Zug von ihm. Da nicht nachverhandeln wollen, einen auf künftigen Star mit irgendwelchen Allüren gemacht, sondern eigentlich ganz unaufgeregt hier sofort das Ding da abgezeichnet. Wahnsinn. Also 4 Jahre, was da jetzt auch immer passiert, liebe Freunde, wenn er den Mann haben wollte, dann müsste er ordentlich blechen. Verlängert mit seinem besten Mann, ja, das kommt ungefähr auch hin. Und jetzt haben wir natürlich auch irgendwo die Verpflichtung, ihn zum Nationalspieler zu machen, ansonsten hat er da schlechte Laune. Dortmund ist auf der 2 in der Champions League, einen Spieltag vor Ende. Es kann aber noch schief gehen, weil das direkte Duell gegen Moskau noch ansteht. Und das in Moskau. Also bei nicht unbedingt so wahnsinnig angenehmen klimatischen Verhältnissen, wie man sich vorstellen kann. United ist durch, die haben 4-1 eben Dortmund geschlagen und Aalborg geht 8-0 unter, zu Hause gegen Dynamo Moskau. Kurani mit einem Doppelpack und Kokorin, wahrscheinlich dein Sturmkollege, mit 4 Buden. Alter Schwede. Gruppe F, Chelsea ist durch, wir haben noch gute Möglichkeiten für Kiew weiterzukommen und Neapel kann es auch noch schaffen. Ich würde jetzt fast sagen, einfacher wird es aber für Neapel sein. Die müssen zwar genauso wie Kiew auswärts spielen, aber sie haben mit Ajax einen deutlich angenehmeren Gegner als die Kiewer mit dem FC Chelsea. Gruppe G, PSG, die haben es auch schon gepackt, sogar schon als Gruppensieger, können im letzten Spiel dann die Schülermannschaft aufstellen. Und der FC Porto streitet sich dann im direkten Duell mit dem SC Anderlecht. Um den letzten Platz hier. Madrid ist auch schon weiter und dann wird's interessant. Platz 2 bis Platz 4. Galatasaray, Taga Juu und eben auch Lazio Rom. Die sind innerhalb von 2 Punkten. Und Galatasaray und Lazio spielen sogar gegeneinander. Also Lazio hat's selbst in der Hand, weil sie eben abwarten müssen, was Real Madrid mit den Rumänen veranstaltet. Aber wenn sie Galatasaray schlagen, dann sind sie zumindest schon mal sicher in der Europa League. Und das ist natürlich dann auch klasse für so eine Mannschaft, wenn man international überwintern kann. Jetzt kommen die anderen Spiele noch, die 4 der Gruppen A bis D, gucken wir natürlich auch drauf. Das ist schön, dass Wolfsburg das gepackt hat. Schlagen Feyenoord in dessen Heimat mit 4-1. Bastost auch hier, wie in der Realität, ich habe eben gelesen, ich glaube, waren es 9 Tore in 8 Spielen?
Und das ist wirklich stark, was die abliefert momentan. Hier mit 2 Toren ebnet da den Weg. Tottenham gegen Juve. Aber naja, Tottenham kann man eigentlich fast nicht mehr da oben runterschubsen. Es sei denn, Wolfsburg würde das Spiel gegen die gewinnen, dann schon. Aber ein Unentschieden würde reichen für die Engländer. Und Juve muss, ja, sie müssen den Weg hier in die Europa League angehen. Ich glaube nicht, dass sie noch rausfliegen können. Wie haben die denn das Hinspiel gespielt gegen die Holländer? Juve 2-2, ja. Also wenn Feyenoord das gewinnt, das Spiel, dann sind sie komplett raus, die Italiener. Gruppe B, Manchester City ist weiter, ja. Genauso wie Atletico, es geht aber hier noch darum, wer den Platz 1 holt. Und da reicht City auch einen Punkt zu Hause gegen Celtic. Ja, Celtic kann es aber auch selber noch schaffen, in der Europa League zu bleiben. Verlieren 3-0 gegen Sporting, das war das, was ich nicht wollte. 3-0 zu Hause verloren. Für uns ist es positiv, weil die jetzt da wahrscheinlich mit einem kompletten Flunsch in das Spiel gegen uns gehen. Vor 63.700 Zuschauer sich da so abliedern lassen. Leute, Leute, Leute. Also da muss fast ein Wunder passieren, wenn die da noch das Ding halten wollen, weil bei Manchester City irgendwas zu holen, nee. Glaube ich nicht wirklich dran. Die Bayern mit weißer Weste, absolut. 5 Spiele, 5 Siege, ein einziges Gegentürchen. Und das haben sie jetzt eben kassiert. In der 2. Minute schon durch Negredo, durch den Spanier. Und das ist wirklich eindrucksvoll, was die hier abliefern. Es kann ansonsten aber noch jeder weiterkommen. Und da werden wir uns das natürlich genau angucken, wer das sein wird. Barca genau wie Bayern mit 5 Siegen. Aber die haben ein bisschen mehr Gegentore kassiert, 4 Stück anstatt von einem. Gewinnen heute 2-1 bei Monaco. Messi und Suarez mit den Toren für die Katalanen. Und auch hier ist es so, dass zumindest das Duell um Platz 3 noch wirklich tobt. Man glaubt eigentlich nicht mehr, dass die Young Boys hier Monaco noch ärgern können, weil dafür müssten sie in Barcelona gewinnen. Und Piraeus müsste Gleiches tun gegen Monaco.